Hallo? Ist jemand hier? Zu Hause? In diesem Geisterhaus? Aber die Sophia ist nicht da. Komisch. Das Fräulein. Hallo? Warum ist es so dunkel hier? Oh Mann. Jetzt ist es auf einmal wieder hell. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Jetzt ist es wieder dunkel. Hallo? Sophia, bist du da? Oh nee. Sie ist nicht da. Aber... Hallo? Jetzt ist es auf einmal wieder hell. Und die Kamera ist hier an. Hoffentlich hat sie nicht gefilmt. Und Zuschauer sind ja auch da. Hallo? Habt ihr die Sophia gesehen? Ich glaube... Sie ist nicht da. Ja. Dann ziehe ich es eben alleine durch. Genau. So, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Beste Freunde. Wir machen heute leckere Halloween-Cocktails. Was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Zur kleinen Info, das wäre eigentlich eine Halloween-Bowle, aber ich tue es jetzt umfunktionieren auf Halloween-Cocktails. Genau. Und was wir jetzt dafür brauchen, zeige ich euch jetzt wirklich. Wir brauchen einmal einen Orangensaft. Schönes gelbes Blut. Dann brauchen wir Zitrone-Limonade. Lecker. Und für das Blaue brauchen wir einmal Johannisbeer. Heimische Johannisbeer-Schorle. Genau. Und als Verzierung gibt es Vampire. Genau. Wie ich das zeige, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall ein Glas für unseren kleinen, für unser Halloween-Cocktail. Genau. So, ich würde sagen, wir brauchen erstmal den Orangensaft. Riecht auch noch sehr orange. Bisschen. So. Der Orangensaft ist drinnen. Jetzt brauchen wir die Zitronenlimonade. Tun wir auch ein bisschen rein. Und jetzt brauchen wir
Die Johannisbeerschorle, das ist ein bisschen blau wird. Gelber. Okay. Bisschen nass gemacht. Aber ja. So schaut das jetzt aus. Sehr rotig. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, mein Lieben, ich melde mich doch jetzt wieder. Ich bin da. Ja. So. Für die Verzierung brauchen wir Strohhalme. Wir brauchen nur eins. Genau. Leider habe ich keine Eiswürfel. Hier, meine Mama hat leider keine Eiswürfel. Ich habe keine gefunden. Die wären jetzt auch noch drin, sonst wäre es noch kühler gewesen. Und jetzt brauche ich einen Vampir. Vampir, den so, und wie das wieder ausschaut, zeige ich euch jetzt. So schaut er jetzt aus, der Cocktail. Schönes rotes Blut. Genau. Und jetzt probiere ich es mal ihn. So, jetzt teste ich mal meinen Halloween-Cocktail. Mal schauen, ob der schmeckt. Genau. Lecker. Den Rest hebe ich noch ein bisschen auf. Jetzt werde ich noch zwei Cocktails machen für meinen Papa. Genau. Ich meine, zwei Cocktails für meine Eltern. Nicht nur für meinen Papa. Ja. Würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht den Cocktail selber nach. Das wäre eigentlich eine Bowle gewesen, aber ja, als Cocktail schmeckt er auch lecker. Genau. Also, ich würde sagen, lasst einen Like nach oben da. Abonniert den Kanal, dass ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, die Sophia ist hoffentlich auch wieder mit dabei. Eine gute Besserung wünsche ich dir. Genau. Und wir sehen uns dann hoffentlich mit der Sophia wieder gemeinsam. Ja, beim nächsten Video wieder. Genau. Tschüss.